Und Steffi, bist du zufrieden mit deinem Bus? Ja, du Philipp, eigentlich muss ich dir sagen, ich bin noch nie lieber mit einem anderen Auto gefahren als mit dem. Cool, also ja. wirklich, da habe ich Martin auch gesagt, also ich mag den wirklich. Und ich muss sozusagen, ich habe früher DSG gehabt, also es ist schwer, aber. Das ist ein Umstieg, aber. Ja, voll, aber es taugt mir voll. Also ich fahre so gern damit und ich kann mir vorstellen, dass ich da wirklich weit fahre. Cool. Man sieht halt so schön aus, das ist halt für mich das super. Das Vorgesetzte, das ist das, was man immer darf. Wenn ich dann wieder umsteige auf den Turan, weil ich woanders hinfahre, der Martin im Bus braucht, dann ist das schon so, hä, ich sehe nichts, der Spiegel ist so klar. Cool. Ja, nein, taugt mir wirklich. Und wenn wir schon vom Hochsitzen reden, mit dem SK geht es jetzt auch, glaube ich, weiter, gell? Ja, mit dem SK geht es weiter, Gott sei Dank. Ich glaube, es gefreut einem schon recht, das dauert so noch ein bisschen, aber da sitze ich natürlich dann noch höher. Ich freue mich schon wieder, wenn ich üben kann, weil mit dem LKW fahren, jetzt bin ich doch schon ein Jahr nicht gefahren. Mhm. Das ist natürlich dann wieder zum Üben. Aber das sehe ich natürlich noch besser aus. Super. Und der Martin ist wieder entspannter, wenn es mit dem LKW weitergeht, weil sonst ist er so unentspannt. Ja. Jetzt müssen wir nur das Getriebe noch reparieren, dass das auch wieder super zum Schalten geht. Ja, genau. Also, das kommt auch ja, wieder nächstes Ding an. Grundsätzlich, ja. Und was ja die Zuschauer auch noch gar nicht so wissen, die gerade Fenster und Dachluken ist auch schon alles soweit einmal erledigt. Ich meine, noch nicht eingebaut, aber halt im Laufen. Ja, also grundsätzlich haben wir es endlich geschafft, dass wir die Fenster, die wir wollen, so kriegen, wie wir es wollen. Und genau, sind auch bestellt schon. Das heißt, die sind auch schon in Produktion. Auf die fragt er jede Woche, welche Wochen haben wir jetzt schon kommen, die Fenster bekommen, die Fenster bald. Ja, die Paneele haben wir auch schon da. Also es ist super, schon, genau, man sieht halt jetzt immer wieder so einen Schritt. Es ist nicht so, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man tut was und man sieht es nicht, sondern man sieht es halt jetzt auch wirklich. Und jetzt erzähl noch, bei den Dachluken hast du, glaube ich, letztendlich durchgesetzt, oder? Ja, Gott sei Dank. Er wollte ja gar keine machen oder nein, so. Nein, der Martin wollte nur eine und zwar vor beim Bett. Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich brauche dieses romantische Flair. Ja, über dem Bett praktisch. Ja, über dem Bett, wobei super, es ist jetzt kleiner, wie es wollte, aber Hauptsache Dachluke. Also nein, ich glaube, dass es wichtig ist, auch wegen der Zirkulation zum Lüften. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich koche im Winter, mache es halt vorne hin auf und es zieht durch. Und es geht schneller. Also, und die Dachluken sind meiner Meinung nach auch unauffälliger. Wenn du wirklich irgendwo in der Stadt stehst, die kannst du gar nicht mehr aufmachen, das Fenster, das sieht jeder gleich. Richtig, das ist, bis du mal wo aufgekreuzt hast, eingekreuzt hast, das ist dann doch schwieriger wie seitlich. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Küchenmäßig, glaube ich, habt ihr auch massiv aufgerüstet. Da kommt ja Thermomix dann, glaube ich, ein, oder? Ja, ja. Also ich habe ja Gott sei Dank endlich jetzt einen Thermomix gekriegt und bin voll begeistert. Und ja, der braucht seinen fixen Platz auf jeden Fall drinnen. Ja. Aber wie du siehst, der Martin kommt schon wieder heim. Kommt doch, aber was ist das? Nein, ich weiß nicht, er hat gesagt, er fährt was holen. Gottes Willen, was ist denn ja, da jetzt was? Ja, ich war eh vorne. Immer wenn man nicht sagt, was er tut, dann kommt ein neues Auto. Ach so, ja, du kennst ja doch schon immer. Ja, ja, das war. Ich habe schon fix damit gerechnet, aber also die Hoffnung, dass vielleicht doch nicht noch ein Auto. Aber was habt ihr schon, Bus? Ja. Aber das wird uns wahrscheinlich erzählen, was ja, da das Problem ist. Sagen, ich meine, ich weiß schon warum, aber ich würde gleich sagen. Wir werden das jetzt da übernehmen. So. Martin, servus! Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Wolfs Adventure. Das ist Martin. Das ist der Philipp. Ich habe mich da mit der Steffi so gemütlich unterhalten und auf einmal kommst du mit einem neuen Bus. Was ist los? Saufst du das Bier ohne mich? Ja, ja, eh. Aber neuer Bus, was ist los? Was ist los? Ja, ich hab einen Bus gekauft. Ja, Schatzi, was hast du gemacht? Ich hab einen Bus gekauft. Ja, super, sehr groß. Ist das schlimm für dich? Ist nicht notwendig, oder? Oh ja, weißt du wieso? Nämlich, weil dieser Bus ist super. Erstens, weil es Silber ist. Steffi liebt die Farbe Silber. Genau. Unheimlich. Ist da ein besonderer Schriftzug rum? Sag einmal, was? Ist nämlich gleich einmal Programm. Okay. Ja. Ist das drinnen auch, was draufsteht? Genau, es ist nämlich ein Synchro. Schaut's hin. Ja, das ist das Ding von Vorteil. Und du wirst es nicht glauben, er hat Klimalock. Klimaanlage? Ich brauche keine Klima. Ja, ich brauche das. Und der hat auch grundsätzlich eine bessere Ausstattung. Also der hat jetzt alles drin, was der Martin meint, was die Steffi unbedingt braucht. Ja klar. Synchro und Klimaanlage. Ja. Das, was der Steffi noch gefällt hat quasi, ne? Das Einzige, was er noch nicht hat, ja, er hat schon viel gegen einen Weißen, ja, aber das Einzige, was er noch nicht hat, ist ein langer Rotstand. Ah, okay. Das heißt, wir haben noch mit Potenzial. Plan C. Alle guten Dinge sind drei und der nächste hat dann den langen Radstand auch das. Ja, ich weiß nicht. Oh, wie war das mit dem Haus bauen? Ja, man soll ja dreimal Haus bauen, ne? Das dritte Haus wird perfekt, vielleicht wieder der das dritte Bus. Aber drei LKW bauen wir nicht, gell? Dass wir das gleich mal gesagt haben. Schon halt. Nein. So, also jetzt, was haben wir dann sonst noch da?
Ja, grundsätzlich eine bessere Ausstattung, sprich bessere Sitz, ein Teppich hat er, Klimaanlage hat er, eine Sperre hinten hat er, Tempomat hat er wie der andere. Cool. Eine Trennwand hat er? Eine Trennwand hat er, weil es so ein Transvan ist, haben sie mir gesagt. Jetzt brauchen wir die Scheibe nicht polieren. Das die ist schon zu praktisch. Die ist schon zu, Exi. Exi, rüber weg. Exi schaut auch schon, wie das da drinnen ausschaut. Er ist halt nicht schlechter benannt wie der Weiße. Mhm. Bisschen halt, schwarzen, glaube ich, oder? Er hat halt seine spezifischen D4-Stellen. So Schwüller, Rotläufer ein bisschen hin und her. Bei der Batterie habe ich ein kleines Loch gesehen, das werden wir auch machen. Und sonst grundsätzlich, ja, was machen wir sonst aus? Also ich bin wieder fürs Technische zuständig. Die Steffi ja, macht wieder etwas anderes. Jetzt gibt's ja, jetzt hast du ja den Bus und bist sehr zufrieden, aber jetzt hättest du die Möglichkeit, ein paar Sachen zu ändern. Gibt es irgendwas, was du wünschst, was anderes? Zu optimieren, naja. Oder ruf mal Uli an. Nein, da müssen wir noch drüber nachdenken. Es gibt natürlich schon ein paar Sachen, dass eben gewisse Laden vielleicht 1-2 cm größer werden, dass ich halt besser die Kisten reinkriege. Oder ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir es auch irgendwie hin, dass wir jetzt im Bett sitzen können. Wobei, das wird wahrscheinlich nichts, sagt der Martin. Ja, wir werden schauen. Also ganz wichtig ist wieder, dass der Ex Platz hat. Der will den größten Platz im Auto kriegen. Auf jeden Fall. Der Ex? Mein Ex, ja. Mein Ex, vierbeinig. Er braucht den größten Platz. Der vierbeinige Ex braucht den größten Platz. Ja, aber sonst haben wir eigentlich... Also wieder mit Hundebox im Heck? Auf jeden Fall. Die Küche ist super, so wie es ist. Es kommt ja wieder ein Dachzelt drauf. Aber weißt du, was ich jetzt gesehen habe? Da hat einer da einen Brausekopf eingebaut und kann da duschen nachher. Ja, aber, ja. Mit so einem Vorhang rundherum. Das ist richtig, das ist sicher cool. Der die machen, wenn wir nur zu zweit fahren werden, weil dann werde ich mal die Küche vorne einbauen. Mhm. Aber ich finde, Küche und Duschen ist schlecht. Ist das will ich nicht. Überlegen wir da was. Kannst du einen Schnitzel kochen, während es vielleicht fällt mir was ein. Ja, aber sonst werden wir schauen, ob wir das mit Holz wieder machen, so wie wir es gehabt haben. Weil der hatte die Wände so schön, vielleicht tun wir die nur filzen. So, kurze Unterbrechung. Warte, Martin, stell das Bier hin. Wir sind jetzt auf Patreon, da könnt ihr uns für den Gegenwert von 2 Bier im Monat gerne unterstützen. Bei unseren Projekten? Und das, so Sachen, was wir so machen? Ja, und da gibt's ein paar ganz lässige Sachen, die wir uns überlegt haben für euch. Zum Beispiel... Eine WhatsApp-Gruppen, Urleihung, freue mich schon viel drauf. Und werbefreie Videos. Werbefreie Videos und noch in die Pakete sind. Verschiedenstes. Schaut einfach unten den Link rein und unterstützt uns. Dankeschön. Passt, bis dann. Ciao. Was beim Weißen, ja, das war ja alles kaputt beim Weißen. Das ist ja vorhin total schön. Da brauchst du nur drüber fützen und das war genau. Schon schön. Das haben wir ja cool. Beim Weißen nicht gehabt. Ich meine, ich habe da mit der Farbe, ich sage es euch, wie es ist. Ich habe mich so gefreut, dass ich endlich Silber, Daumen hoch oder Daumen runter? Dass ich wirklich endlich ein anderes Auto als Silber. Aber die Steffi kann ja auf Instagram eine Abstimmung machen, welcher Farbe der Bus kriegen soll. Er bleibt Silber, weil man nicht umlackieren. Leider. Noch nicht. Nein, machen wir nicht. Die Steffi weiß, wie viel das schleifen muss dann. Nein, die Steffi schleift nicht. Das wird nichts. Steffi ist für den Innenausbau und die Ideen zuständig und der Martin macht Schleifen, Lackieren, Motor und die anderen Sachen, die Steffi nicht machen mag. Perfekt, perfekt. So machen wir es. Die typische Aufteilung. Sonst grundsätzlich, da hat er ein bisschen Rost, gell? Der technische Zustand, ein bisschen Rost, hat er eh wie alle D4, aber er hat... Aber Martin! 230.000 Kilometer um, wie der andere. Hast du auf der Hebebühne schon mal geschaut? Nein. Ihr könnt ja gemacht, oder? Könnte man machen. Ja, eben. Ich hab dort gar nicht gehabt. Ja, Martin kauft immer alle Autos ungesehen. Also wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, beim ersten VW-Bus, wenn es einen T4 hat, Martin kauft den. Genau. Ja. Zustand egal. Erst in 2 Monaten anbieten, bitte. Ja, mit langen Radstand, Synchro und Klima, bitte. Angebote an mich, ich sag's dir aus. Weiß, langer Radstand, Synchro und Klima, dann habt ihr gute Chancen, dass das Auto los wird. Na passt, dann haben wir das einmal auf. Take. So, jetzt sitzen wir wieder in einem anderen Bus drin. Ja. Wenn es euch interessiert, ja, Wendeskarten zum Gewinnen. Ja, wir machen eine Wendeskartenverlosung für das ganze Wochenende für 2 Personen. Ja. Da verlinkt man euch oben das Video, ja, dass bei der Roomtour von dem Bus wird kommentieren, irgendwas Hashtag Wen, weiß ich nicht irgendwie. Ja, Hauptsache Wen. Hauptsache irgendwie Wen. Dann lehnt es bei der Verlosung automatisch da. Und wir verlosen eben die Karten und
Ja, so machen wir es. Und dann trefft ihr uns auf die Wende. Ist entweder im Mai oder verschoben wird im September. Aber heuer irgendwann werden wir sie sehen. Ja. Auf jeden Fall. Wir laden euch auf ein Bier ein. Passt. Wir sehen uns, hören uns. Schaut das Video jetzt weiter. So, Herr Werkstättenmeister. So. Erklär uns einmal, was haben wir da alles? Wie haben wir da? Synchromaschine. Gefällt mir. Blech, ist gell? Blech. Ist das bei anderen Plastik? Nein. Ah, ist ein Blech. Aber das hat der andere nicht. Aha. Was auch immer das ist. Alles wieder abwägen müssen. Ja, technischer Zustand ist nicht schlecht. Das hat der andere auch nicht, gell? Das hat der andere auch nicht. Fuck, Alter, schau ich, was da los ist. Ja, das Getriebe schwitzt ein bisschen, aber nichts Tragisches. Das Buch schaut relativ neu aus. Schaut gut aus, gell? Die Federn sind auch nicht angerissen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste da. Mhm. Und, was noch relativ wichtig ist. Schaut da, eine Heizung, oder? Ja, das ist eine Zusatzheizung. Oder? Wie es der andere eben auch hat. Ah, okay. Wie es der andere auch hat, eine scheiß Handbremse ist auch, glaube ich, noch nicht so alt. Schaut sehr neu aus, ja. Bis daher zumindest. Also nicht, ja, da, die üblichen Geschichten halt. Was Schweller, man, das haben wir gewusst, oder? Was man das sieht man von außen, ja. Aber jetzt nichts Tragisches, was wir umhauen, das eigentlich. Schiebe dir hier nicht gut. Aber nichts Arges. Also nichts Dramatisches. Nein, keine nicht. Großartigen Schweiß-Unterboden-Schweiß-Videos. Nein, keine großartigen Videos. Es wäre, ja. In Schwüler links und rechts. Da werden wir nicht viel Video machen, glaube ich. In Rotlaufer, das habt ihr ja schon gesehen, wie man das einschweißt. Da gibt es auch andere tausende Videos, wie man das macht. Spurkeit eingestellt, glaube ich. Ja, das kann man machen. Aber Raffen kommen ja andere das drauf. Das machen wir nicht. Ja, Raffen füllen, haben wir schon bestellt. Kommen andere drauf, wie der Philipp sagt. Ist ein bisschen noch besser, ein bisschen optimieren, wie die Steffi sagt. Ja, cool. Das ist da auch nicht, aber ich glaube, das ist eben der Heizungswiderstand für die Klima oder so Scheiß. Ah, okay. Weil der Lufteinlass, glaube ich, hat den anderen auch, oder? Nein, den hat er auch nicht. Weiß nicht, für was er den hat. Schreibt es mir unten in die Kommentare, für was der Lufteinlass ist. Also, ja, in der Stoßstange unten drin. Weil da ist das auch offen. Mhm. Ich weiß nicht. Du bläst irgendwie rein, die Luft. Für was das sein kann. Schreibt es unten in die Kommentare, vielleicht wissen Sie es, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen Öferlust, mein Gott. Kurven, Simmering, scheißegal, zu anderen gehört gemacht. Das geht dann ja, mit, gell? Aber schön ist, dass der Rest vom Antriebsstrang recht trocken ist, gell? Ja. Ist da nichts außerrinnt gleich so. Irgendwo. Es ist eine neue Kupplung drin. Cool. Die haben sie erst vor ein paar tausend Kilometer rein da. Also, schreckt mich nichts. Synchro, was taugst. Wie ist jetzt deine Meinung, wenn du jetzt beide von unten gesehen hast? Kann man das so einfach umbauen? Nein, ich glaub, weil das war ja im Gespräch schon mal eventuell für den anderen. Nein, ich weiß nicht, ich glaube, dass. Na, die Strem brauchst du auf jeden Fall. Die hat da normale Netz drinnen. Mhm. Und ja, die Aufnahme hat er glaube ich auch nicht drinnen, die Ohre. Ja, und dann brauchst du das Winkelgetriebe und das Getriebe und alles. Das brauchst du ein Schlachtfahrzeug in Wahrheit. Und weiß nicht, ob die Schwingen auch anders sind. Aber ich glaube fast gar nicht, dass die anders sind. Ich glaube, dass die fast die Gänge sind. Dass du nur das rausstickst, verschraubst und fertig. Gefällt mir. Jetzt haben wir ein Synchro. Perfekt. Dann bleibt's dran, abonniert den Kanal, die das sagen. Ja, auf jeden Fall. Bleibt's dran, abonniert den Kanal. Liken, weiß ich nicht. Steffi Stadtsicher, Instagram-Umfrage, was für Farbe das haben soll. Ja. Er wird großteils. Und fürs nächste Mal, was ist da drüben? Raffen, da mache ich einen Tomat. Nein, ich meine noch für. Ja, seht ihr, wir haben da zwischen Synchro und Blödung ein riesen Eisenteil. Wieder ein riesen Eisenteil weitergemacht und das seht ihr quasi in einem von den anderen Videos. Wie gesagt, bleibt dran. Es ist nicht nur immer T4, es kommt das KA, aber jetzt wird es wieder schätzt, dann haben wir dann wahrscheinlich wieder mehr SK. Getriebe gehört noch zurück, habe ich vorhin mit der Steffi gerade geredet. Ja, das machen wir auch noch. Düdel, Getriebe. Na passt, alles klar. Gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Dann aufs Glockerl drücken, liken, kommentieren, wie auch immer, wenn ihr etwas wissen wollt, wie immer. Und die eine Lüftungsfuhren, wenn ihr da was wisst, kommentiert es unten. Vielleicht hilft uns das weiter. Passt. Alles klar, dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir hören uns, gell? Wir sehen uns. Ciao. Ja. Ja, genau. So, ja, jetzt sitzen wir wieder in unserem alten Bus. Ja? Wenn ich. Wenn ich. Was heißt alt? Der ist ein Monat alt. Dann sagst du. Nein! Ich unterbreche dich nur. In unserem du anderen Bus, musst du sagen. So, take. Und alle zwei. Ja. Take. Okay? Das fast. Das vorher schon gemacht.